Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und gestern Abend im Livestream gab es ja wieder ein Gewinnspiel. Diesmal wurde wieder ein Account verlost, den habe ich bekommen von Topsy2Go mit Level 22, habe ich dann auf Level 34 hochgepusht in einer Woche circa, keine Ahnung. Und bis jetzt, ich habe noch gar nicht nachgeguckt, aber ich weiß nicht, das war ziemlich kontrovers mit den Gewinnern, weil es immer hieß, ja, es sind wieder Fake-Accounts und dann irgendwelche Leute sich 1000 Google-Accounts gemacht und hin und her. Das kannst du doch so nicht machen, kannst du das nicht anders klären oder anders auslosen und bla. Dann wollte mir der, wer war es denn, der Flowbot einen Account geben, den ich auch verlosen soll. Den habe ich mir auch noch nicht angeschaut, es ist momentan so viel los und ich muss erstmal gucken, wie ich das alles manage und regel und hinterher. Xtreme fragt immer zu, wann ich die nächste 7 Tage 7 Stops Folge hochlade, die wir ja schon fertig haben. Jetzt muss ich heute wieder so viel machen, dass ich vorhin ein Video gemacht habe, dieses Video jetzt mache, abends noch den Stream mache, also es ist immer mehr, die Zuschauer werden auch überfordert oder übersättigt, die haben gar keine Zeit, das alles zu gucken. Aber heute ist was passiert, was mich dazu bewegt, dieses Video zu machen, denn ich habe nicht nur ein Shiny Pikachu bekommen mit Luftballons, sondern ich habe mein zweites fliegendes Shiny Pikachu mit Luftballons bekommen und das ist für mich Grund, heute ist Dienstag, was für ein Zufall, dass gerade am Dienstag so ein Shiny Pikachu vorbeigeflogen kommt und das möchte ich auch wieder verlosen, denn ich immer denke, bei Pikachu hat ja bestimmt schon jeder irgendeine Form von Pikachu als Shiny, weil das kommt ja so oft bei irgendwelchen Events. Ist leider nicht so, bei Marlon, das steht also immer noch aus, wir leveln immer noch weiter, dass der mal seins bekommen kann. Viele andere hatten schon irgendeinen Pikachu Shiny registriert, haben das direkt bekommen. Und heute also ein Gewinnspiel für das fliegende Shiny Pikachu. Also ist bestimmt hier eingeblendet. Ich werde euch den Hashtag auch gleich sagen, passend zum Thema Fliegen. Der heißt nämlich diesmal, wenn hinter Fliegen, 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 Fliegen hinterher. Das müsst ihr dann einfach nehmen und in das Video schreiben und dann passt das. Ist natürlich nur Spaß. Das wäre auf jeden Fall richtig lustig. Machen wir aber nicht. Vergesst einfach, was ich gerade gesagt habe. Manche werden das Video jetzt schon wieder ausgeschalten haben und werden das drunter posten. Die haben dann die Arschkarte. Den Hashtag sage ich euch gleich, den richtigen. Das ist was ganz Normales. Aber ich habe mir gedacht, wir werden es mit der Verlosung etwas anders machen. Es zählt immer noch ein Kommentar, der unter dem Video ist. Ihr müsst immer noch nicht abonniert haben. Ihr müsst nicht abonnieren. Ihr müsst das Video nicht überall teilen. Ihr müsst nicht 20 Freunde markieren oder sonst was. Es zählt einfach nur der richtige Hashtag, richtig geschrieben unter dem Video und dann seid ihr bei der Auslosung am Montagabend im Chill mit Ramses Livestream dabei. Der Stream geht 20 Uhr los und diesmal werden wir es wirklich so machen. 20 Uhr geht der Stream los und 20.15 Uhr wird ausgelost. Es soll diesmal keiner kommen, der um 23 Uhr fragt, hey, wurde der Account schon verlost? Ja, 20 Uhr ist der Stream und Punkt 20.15 Uhr wird ausgelost. Und wir werden es diesmal wirklich so machen, wir werden wieder mit diesem YouTube Random Comment Picker arbeiten. Es werden Kommentare rausgezogen, ihr braucht nicht 100 Mal kommentieren. Nur ein Kommentar von euch zählt, die Doppelten werden eh rausgefiltert, das geht alles automatisch. Und wenn wir einen Gewinner gezogen haben, man kennt ihn nicht oder keine Ahnung, der hat dann die Möglichkeit im Stream in dem Moment Bescheid zu geben. Er hat circa eine Minute Zeit, machen wir es mal so, der müsste theoretisch also den Stream gucken, der sollte das verfolgen, der sieht dann, ob er gezogen wird oder nicht. Und wenn er gezogen wird, hat er kurz Zeit zu melden, zu sagen, ja, ich bin's, dann sieht man ja, das ist der Account, dann hat er auch keine Zeit, irgendwas zu faken oder irgendwas zu erstellen. Wenn wirklich der unbekannt ist, der Kanal keine Inhalte hat, keine Abonnenten, keine Bilder, kein gar nichts, das alles richtig gefaked aussieht, sich keiner meldet im Stream, dann werden wir einfach neu ziehen und das so lange, bis wir einen gefunden haben, der vertrauenswürdig aussieht und der auch gerade anwesend ist. Ist jetzt blöd für die, die vielleicht mitmachen, aber am Montagabend dann da keine Zeit haben. Aber ich weiß nicht, wie wir es anders noch machen sollen, denn es wird die ganze Zeit schon gefordert, bitte los das doch nur unter den Leuten aus, die gerade im Stream sind, die gerade dabei sind und die Leute, die sich wirklich die Zeit nehmen, da hinsetzen und hoffen und bangen und dann sehen,
Da gewinnt einfach ein Google-Konto, was einfach Google-Konto heißt. Und keiner weiß, wer das überhaupt ist und ob derjenige sich überhaupt meldet. Deswegen werden wir es also so machen. 20 Uhr am Montag ist der Chill mit Ramses Livestream. 20.15 Uhr, punktgenau 20.15 Uhr wird verlost. Und ihr müsst im Stream anwesend sein. Und wenn ihr gezogen werdet, habt ihr kurz Zeit, euch bemerkbar zu machen und zu sagen, dass ihr da seid. Und dann gebe ich euch Adresse, Links, wo ihr mich erreichen könnt, damit ihr mich anschreiben könnt, dass wir den Rest dann klären können. Und wenn wirklich keiner da ist und die Leute unbekannt sind und man nichts sieht und kennt und macht, dann ziehen wir einfach neu, bis wir einen haben aus dem Stream, der es geschafft hat, der dabei ist. Ich glaube, das freut die Leute, die regelmäßig die Streams gucken, auf jeden Fall mehr. Trotzdem hat jeder die Möglichkeit mitzumachen. Trotzdem hat jeder die Möglichkeit zu gewinnen. Und das ist eben wichtig. Fragt dann aber nicht 20 Mal, wann ist Auslosung? Am Mittwoch? Oder ist die Auslosung schon vorbei? Weil es ist alles gesagt im Video. Ich verstehe nicht, wie die Leute dann, wenn sie schon da mitmachen, dann sollen sie sich halt die 5 Minuten oder 10 Minuten Zeit nehmen, wirklich das sich anzuhören. Ja, auch wenn ich immer viel rede und das immer extra streck, aber trotzdem. Ich will auch gar nicht so weit reden, das Pikachu ist auf jeden Fall eingeblendet. Es geht also um die Wurst, es geht um das fliegende Pikachu. Und wir machen den Hashtag diesmal. Eigentlich wollte ich sagen, einfach nur Freibier, weil zu jeder Party zum 4. Geburtstag und das fliegende Pikachu und die Luftballons gehört auch Freibier. Das wäre aber zu einfach und zu kurz, deswegen sagen wir einfach, Ramses liebt Freibier. Ob das so ist oder nicht, ist egal, aber es passt auf jeden Fall irgendwie zu dieser 4. Geburtstagsfeier von Pokémon. Also Hashtag Ramses liebt Freibier ist eingeblendet, einmalig, wie das geschrieben wird. Und da achtet bitte drauf. Ansonsten wünsche ich euch natürlich viel Glück bei der Verlosung, bei der Auslosung. Montag, 20 Uhr, Chill mit Ramses, Livestream. Und 20.15 Uhr ist direkt die Auslosung. Und ihr müsst diesmal anwesend sein, müsst euch bemerkbar machen. Und keine Ahnung, wenn ihr auf Arbeit seid, geht halt kurz aufs Klo, geht scheißen und packt euch dann das Handy raus und guckt und sagt, yo, ich hab gewonnen. Fertig. So muss das sein. Keine Ahnung. Nein, für manche ist das ja nicht so wichtig. Also viele haben da Zeit, sage ich mal. Wir haben ja auch viele jüngere Zuschauer, die vielleicht da abends gerade gucken können. Danach ins Bett und in die Schule. Oder wir haben Frühschichtler oder wir haben Spätschichtler. Nee, wir haben Nachtschichtler. Wir haben alles Mögliche. Probiert auf jeden Fall euer Glück. Wir probieren es jetzt mal so. Mal gucken, ob es da wieder so viele Beschwerden gibt. Oder ob diesmal alles rund läuft. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.